mein Gott, Leute, wir werden heute ein geheimes Gamingzimmer in einer Wasserrutsche bauen. Let's go! Ja! Das ist perfekt, um dein Gamingzimmer reinzubauen. Ey, Max, ich würde einfach GTA in einer Wasserrutsche. Leute, da will die Polizei rufen. Ey, Bro, Bro, die haben schon die Rutsche neben dran angemacht. Die machen hier gleich Wasser an. Burger Pommes auf die Eins. Pack die Pommes in den Burger rein. Hey Leute, Crimex hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Wir sind hier gerade bei Miravar in Weinheim, Leute. Das ist ein richtig krasses Schwimmbad mit super vielen Wasserrutschen. Mit dabei ist hier Marvin Flock. Was geht, Freunde? Was geht? Und heute, meine Freunde, haben wir das Krankeste überhaupt vor, Leute. Also ich glaube, sowas Heftiges haben wir hier noch nie auf dem Kanal gemacht. Also lasst ein Like und ein Abo da und dranbleiben lohnt sich. Denn wir werden ein geheimes Gamingzimmer in einer Wasserrutsche bauen, Freunde. Ja, also es wird super heftig werden. Das wird geistig. Leute, dafür 50.000 Likes mindestens Leute, auf rastet Video. Einmal bitte komplett aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das überhaupt dürfen, ob wir Ärger kriegen. Keine Ahnung, wir werden es auf jeden Fall durchziehen. Und Leute, an der Stelle jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar am 9. März erscheint dieses Bundle hier, meine Freunde. Dieser coole Hoodie oder ein cooles Shirt. Paul Berger und Burger Pommes mit der CD von der neuen Single. Sehr nice, Leute. Könnt Checkt ihr das gerne sehen, aus. Um 10 Uhr auf lukasbs.shop. Leute, ihr seht gerade hier die coole CD und Autogrammkarte von Marvin, von Lukas, von mir, von dem kleinen Jungen ist die Single auch noch mit dabei, Leute. Also es ist auf jeden Fall ziemlich nice. Eine Paul Berger Limo gibt es auch noch oben drauf und ein goldenes Ticket könnt ihr gewinnen, bei dem ihr mit uns ein Video drehen könnt. Also macht auf jeden Fall mit, checkt das Ganze aus. 9. März, 10 Uhr, lukasbs.shop. Und ich würde sagen, Marvin, wir werden uns jetzt mal ausrüsten. Let's go! Übrigens, Leute, der Chef weiß natürlich auch wieder Bescheid, was wir hier machen. Die Mitarbeiter natürlich nicht. Und zwar ist hier einmal Moritz, Leute. Er ist hier der Chef. Ihn haben wir natürlich eingeweiht in das Geheimnis. Also alles gut, Leute. Let's go. Okay, Marvin, jetzt würde ich sagen, müssen wir natürlich noch Sachen besorgen für das Gamingzimmer. Ich würde sagen, du holst ein paar Snacks, so Takis und alles Mögliche. Ich besorge Paul Berger Limo, eine Playstation, Monitor, Laptop bringe ich mit. Also Laptop nehme ich dann auch einmal mit. Okay, dann können wir voll die LAN-Party machen. LEDs am besten noch. Also wir gehen jetzt mal schnell alles besorgen. Du filmst bei dir, ich film bei mir. Wir treffen uns hier gleich wieder. Let's go. Let's go, Leute. So, Leute, fürs geheime Gamingzimmer habe ich mir überlegt, sind wir auf jeden Fall hier noch im Baumarkt drin. Ne? Und ich hole uns noch so zwei Strahler. Da haben wir richtig fett Licht, Leute. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Let's go. Ey, das ist so fett. Da haben wir richtig fett Licht da drin und so. Ich würde sagen, let's go. Jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zum Candy Store. Und könnt euch gerne den Merch, Leute. Ihr wisst Bescheid. Okay, Leute. Ich bin jetzt hier beim Mediamarkt angekommen. Es gibt nur ein Problem, Leute. Es ist noch so früh, dass der noch nicht mal geöffnet hat. Der macht ja irgendwie erst um 10 Uhr auf. Ich muss jetzt hier noch ein paar Minuten kurz schlafen, Leute. Dann kann ich reingehen und dann werde ich uns richtig krasses Equipment holen für das Gamingzimmer. Ich werde LEDs kaufen. Ich werde eine Playstation, Monitor, alles, Leute. Das wird ein richtig krasses Gamingzimmer, let's go. So Leute, ich bin jetzt hier beim Candy Shop und ich würde sagen, für das geheime Gamingzimmer holen wir jetzt erstmal richtig fett Süßigkeiten und so. Die sind auch geil, die mag Max auch ganz gerne, die Takis. Dann nehmen wir noch ein paar mit von hier. Die nehmen wir auch noch mit. Oh, ich glaube, Max mag auch Mr. Beast Schokolade. Reese's sind auch immer gut. Boah, hier, die sind auch lecker. Nehmen wir auch noch zwei mit. Da Getränke brauchen wir ungefähr. Wir haben zwar Paul Berger Limo, aber wir brauchen immer noch mehr. So Freunde, PlayStation 5 haben wir auch direkt eingepackt. Also Freunde, wir haben jetzt PlayStation, Monitor, LEDs. Marvin besorgt die Snacks. Ich werde uns jetzt noch Schlafsäcke besorgen, damit es natürlich auch richtig gemütlich ist. Leute, let's go. So Freunde, als nächstes bin ich jetzt hier im Decathlon, denn wir brauchen auf jeden Fall auch noch Schlafsäcke, damit es natürlich gleich richtig bequem ist, Leute. So, da packen wir hier mal direkt schön zwei davon ein. Einen für Marvin, einen für mich natürlich. So Freunde, jetzt ab zur Kasse und dann schnell wieder zurück ins Schwimmbad. Wir sind wieder hier. Ja. Marvin, dann zeig mal, was du jetzt gekauft hast. Ich habe richtig geile Sachen geholt. Ey, Digga. Alter. Ich glaube, erstmal habe ich für uns, damit wir auch richtig fett Licht haben. Boah, so was ist das? Geil. Weil in der Rutsche kann es natürlich auch sehr dunkel sein, Leute. Max, ich habe erstmal Süßigkeiten gekauft, weißt du? Takis und so. Boah, wichtig, wichtig, wichtig. Takis. Ja. Leute, jedes Gamingzimmer braucht natürlich auch ordentlich Takis hier. Genau. Ist ja klar. Da hab ich, und Mr. Beast Schokolade habe ich auch dabei. Wow, die habe ich noch nie probiert. Ja, okay. Muss man mal testen. Dann habe ich auch noch, guck mal, ich habe hier iPad dabei. Boah. Ey, der ist Switch ja wirklich top ausgestattet. Okay. Ja. Hier habe ich noch ein MacBook eingepackt, weißt du, damit wir auf jeden Fall auch richtig geil zocken können, ne? Wir haben einfach zwei MacBooks, wir können einfach zusammen Minecraft zocken oder so. Ja. Und hier habe ich sonst so Kameras und ja. Okay. Das war's, das habe ich mitgenommen. Dann komm, ich zeig dir jetzt mal was. Ey, jetzt bin ich gespannt, Max. Komm mal her. Alter! Ich hatte jetzt erstmal. Oh, Paul Berger Limo, richtig Bro, geil. Ich habe mich perfekt ausgestattet fürs Gamingzimmer. Natürlich erstmal hier Paul Berger Limo, einmal Bubblegum Pfirsich, komplette Packs hier geholt. Ja. Dann eine niegelnagelneue PlayStation 5 habe ich gezogen. Oh, richtig. So, geil. Zack.
Dann habe ich uns, damit es auch schön gemütlich ist, zwei Schlafsäcke besorgt. Richtig nice. Natürlich da hinten noch ein Monitor. Ja. Dann haben wir hier noch LEDs, damit es richtig auch bunt ist, weil jedes Gamingzimmer braucht natürlich auch LEDs, Leute. Und dann habe ich noch 30 Meter Verlängerungskabel besorgt, weil wir müssen natürlich auch in die ganze Rutsche Kabel oder Strom reinbringen. Ja? Ey Max, das ist richtig geil. Verlängerungsstecker hast du auch. Ich habe eine richtig geile Idee. Ey Max, was? Und zwar, weißt du, lass uns einfach so machen. Ich habe mir überlegt, wir brauchen ja einen Plan. Lass uns einfach ganz, weißt du, auffällig ist am unauffälligsten. Wenn die was fragen, wir sagen einfach zu denen gleich, wenn wir reingehen, sagen wir einfach, keine Ahnung, wir müssen jetzt auch. Du kriegst ein Zeug durch einen normalen Eingang mit reintragen. Vertrau mir, Bruder, das ist Meta. Nein, ich hätte gesagt, durch einen Geheimgang oder so. Weißt du, wie wir das machen? Ich gehe rein. Ja. Und werde dann durch so eine Feuerschutztür, durch so eine Hintereingangstür, werde ich aufmachen und du wartest beim Hintereingang und gibst die ganzen Sachen rein. Bro, wir können, als ob die da. Leute, Marvin denkt, dass wir ins Schwimmbad reinlaufen können mit PlayStation. Max, du machst das anders. Das funktioniert nicht. Du lenkst die ab und ich gehe mit allem rein. Oder soll ich die ablenken? Mach so ein bisschen Entschuldigung so. Könnt ihr mal kurz gucken hier, weißt du? Irgendwie so. Das. Weißt du? Und dann einfach, weißt du, und dann. Leute, was denkt ihr ist besser? Dann geht der Max dran vorbei mit allem. Nein, Bro, ich sag ehrlich, weißt du? Ich lass durch hintereingang. Ist sicher. Ja, okay. Sicher, ist sicher. Dann lass erstmal die Lage checken. Okay, wir gehen rein, Freunde, let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt soweit auf Position. Wir haben jetzt nämlich hier so eine Feuerschutztür gefunden. Ich glaube, da geht aber auch ein Alarm an, wenn man die aufmacht. Ne? Okay. Da müssen wir gleich richtig aufpassen. Max, guck, dass du mich dann gleich irgendwie reinlässt. Objekt gesichert. Ey, das ist wirklich mit der Alarmanlage verbunden. Gucken. Oh mein Gott. Okay, da müssen wir gleich wirklich aufpassen. Weil mit dem, was ich mit den ganzen Kreaturen kann. Ja, das. Schau mal, wir müssen das hier reinschmuggeln. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal reingehen. Marvin, du wartest hier. Ja, ich warte. Ja, warte auf mein Zeichen. Ich klopfe dann an der Tür, weiß Bescheid. Okay, komm. Let's go. Ich beeil mich. Komm, Leute, wir gehen jetzt rein. Okay, Leute, wir haben uns jetzt hier umgezogen. Die Sachen hier im Spind drin. Und jetzt müssen wir Marvin reinholen. Ich hoffe, niemand fragt, warum ich einen Laptop dabei habe. Okay, komm, let's go. Okay, Freunde, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste das hier, glaube ich, die Tür sein. Ach, oh mein Gott, da oben ist die Kamera. Ich hoffe, das fällt jetzt gerade niemandem auf. Okay. Da ist Marvin. Hey, Marvin, Alter. Digga. Ja, komm rein. Bevor ihr den Alarm macht, unsere Sachen noch mal müssen. Ja, schnell, bevor der Alarm ausgelöst wird. Komm. Gib rein. Paulberger Limo hier natürlich rein. Zack. Hier, mach mal hin, die haben schon zweimal geguckt. Oh mein Gott. Was dauert das so lange hier? Mach mal schnell. Ja, komm. Wir haben nicht viel Zeit. Komm, nächste. Zack. Weiter. Komm. Komm. Ich glaube, es ist kein Alarm angegangen, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Aber da ist eine Kamera. Oh Mann. Ja, wir müssen ja alles wegbringen jetzt schnell, komm. Hey, ich muss mich auch noch umziehen, genau. Was? Ja, okay, pass auf, dann zieh du dich erstmal um. Ich werde jetzt hier erstmal alles verstecken. Leute, müssen wir uns hier kurz bedeckt halten. Wir müssen uns nicht beeilen. Okay, Marvin, du hast jetzt auch umgezogen. Ich habe gerade mal die Sachen versteckt. Wir müssen die jetzt mal schnell wiederholen und dann in der Rutsche alles aufbauen, okay? Ey, Leute, nein. Hä, seht ihr das? Digga, was war wieder schon YouTube? Das, weil wir da gerade den Alarm ausgelöst haben. Nein. Ey, Bro, zum Glück habe ich gerade noch die Sachen versteckt. Ja, Digga. Sonst hätte er da das ganze Zeug gefunden. Oh mein Gott. Max, lass mal jetzt ganz schnell. Okay, wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Die wissen schon, dass hier gerade irgendwas schief läuft, Leute. Komm, wir holen jetzt schnell die Sachen, dann ab in die Rutsche. Let's go. Marvin, jetzt komm, wir müssen uns beeilen jetzt. Aktuell ist hier noch relativ leer, weil wir sind echt früh da. Ich hoffe, niemand sieht das jetzt, wenn wir hochgehen. Digga, lass mal jetzt. Okay, komm. Schnell. Ey, Leute, wir sehen uns gleich, wenn wir oben sind. Alter, was? Dann läuft dir da auch gerade kein Wasser. Das ist perfekt, um dein Gamingzimmer reinzubauen. Alter, das ist voll fest hier. So, weg damit. Bro, warte mal. Was denn? Wir brauchen ja auch noch Strom. Hast du hier irgendwo eine Steckdose gesehen? Nee. Ich glaube, wir haben ein Problem. Was? Lass mal einfach. Ich glaube, wir müssen Strom von unten holen. Ich sehe hier links so eine Steckdose. Der Arsch hat viel zu gefährlich. Bestimmt aus Sicherheitsgründen. Ja, normal. Also hat hier jemand eine PlayStation an. Jetzt ist das Problem. Ich glaube, Bro, wir müssen locker. Du musst den Security ablenken, weil wir müssen Strom aus dem Security-Büro holen. Okay, machen wir, den gibt's nicht. Let's go, Max. Okay, komm, wir gehen runter, wir müssen Strom besorgen, Leute. Let's go. Ey, Max, ich hab eine gute Idee. Ja, wie denn? Das ist gut, Mann. Ich lenke ihn jetzt ab. Du gehst mit der Kraft von da rein. Okay, ich versuch's. Let's go, wir schaffen das. Leute, das ist die einzige Stelle, wo wir Strom herkriegen. Lenk den ab, Bro, lenk ihn ab. Entschuldigung. Ja. Ich habe eine kurze Frage. Ja. Da vorne, die eine Rutsche, ist die eigentlich noch offen? Welche Rutsche genau meinen Sie? Können Sie mal eben mitkommen? Ey Leute, es hat funktioniert. Er läuft weg mit dem Security. Perfekt. Wir nehmen jetzt hier die Kabeltrommel und brechen jetzt hier schnell ins Security-Büro ein und müssen das jetzt hier ganz schnell anschließen, Leute. Oh, und zwar, mir ist da aufgefallen, dass er hier abgesperrt ist. Und ich wollte jetzt fragen, ob das jetzt irgendwie machbar ist, dass man die aufmacht oder so.
Diese Rutsche. Ja, hier, weißt du? Das müsstest du erstmal mit dem Filialleiter abklären. Ja. Wenn du mir 3 Minuten gibst, dann kann ich dir gleich Bescheid sagen, ob die offen ist oder fest. Ja, ich glaube, der war da vorne irgendwie. War der da vorne? Ja. Okay, dann bleib einfach ganz kurz hier. Jetzt okay, mach ich, ne? Okay, Leute, guck mal, da hinten ist ein Kühlschrank angeschlossen. Hier werde ich jetzt das Ding kurz anstecken, Leute, und dann müssen wir schnell abhauen, bevor der Security zurückkommt. Ich gehe jetzt schnell zu Max und sag ihm, dass er starten kann. Ich helfe ihm schnell. Max, okay, okay, abgelenkt. Ja, servus. Komm, der ist uns jetzt beeilen. Wir müssen uns beeilen. Komm, schnell mit der Kabeltrommel. Ich hoffe, das reicht, Leute. Oh mein Gott, ich hoffe, der stellt auch keine komischen Fragen, wenn er da ein Kabel rumfliegt. Ja, eigentlich nicht. Der denkt bestimmt, dass von dem Putz, von der Reinigungskraft. Ja, ja, weil die Kescher oder das heißt. Ja, müssen, genau. Lass mal ganz schnell zeigen. Boah, Leute, wir beeilen uns hier so krass wie euch. Das ist so ein heftiges Video. Ey, das ist total aufwendig alles. Okay, Leute, die Kabeltrommel hat nicht mal ausgereicht. Wir haben zum Glück noch weitere Kabel dabei. Komm, wir gehen jetzt mal rein. Wir suchen uns jetzt erstmal eine schöne Stelle, wo wir das Gaming-Zimmer bauen. Leute, wie auch immer, macht sowas nicht zu Hause nach. Wir sind Profis. Ja, Meister, der Chef weiß Bescheid, Leute. So, okay, komm, geh weiter. Wir suchen uns erstmal eine schöne Stelle hier in der Rutsche. Alter, das hat man ja schon gefühlt voll die LEDs, Leute. Ja, lass doch hier machen, wir. Hier ist perfekt. Ja, lass direkt hier machen. Aber warte, geh noch ein bisschen um die Kurve, dass man uns nicht von da oben direkt sieht. Ja, das war gut. Hier ist perfekt. Genau. Hier werden wir jetzt unser Gaming-Zimmer aufbauen. Ey, Max, lass da erstmal was trinken. Ey, Bro, ich bin so durstig. Den ganzen Treppen hochlaufen. Erstmal. Paul Berger Limo. Eiskalt und frische. Okay, Bro. Geil. Ey, das tut so gut gerade. Leute, wir werden jetzt mal kurz aufbauen und dann zeigen wir euch, wenn wir hier fertig sind. Let's go. So, Leute, ich war kurz auf Toilette. Max. Ey, Max, was machst du denn da? Du hast ja schon angefangen. Ey, Bro. Digga. Das ist unser Gaming-Zimmer. So fett, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Fucking? Ja, natürlich. Lass mich erstmal zu dir kommen. Ja, komm, hier. Schlafsack. Boah, es ist richtig rutschig hier. Alter, du hast ja schon 2 Videos angemacht. Was soll? Ja, zockst du da? Genau, guck mal, hier, das ist ein Video von mir. Ja. Hier haben wir eine Playstation aufgebaut. Richtig da können wir uns erstmal einbauen. Zack. Boah. Mit LEDs sogar hier drin. Ja, richtig fett, Leute. Schau euch das an. Hier habe ich sogar Minecraft runtergeladen. Warte, zack. Und jetzt hier können wir sogar einfach Minecraft spielen. Geil, rutsch mal ein bisschen. Lass mich mal neben dir sitzen. Ja, ja. Boah. Oh, komm mal hier. Ich komm mal jetzt, Max. Alter, du hast richtig geil mit Schlaf. Du bist ja schon richtig im Schlafsack drin. Ja, klar, ey. Digga, geisteskrank, Max. Das macht mir gemütlich. Richtig nice. Ey Leute, das krasse ist einfach, von hier aus sieht es aus, als würden wir nur in der Wasserrutsche sitzen. Jetzt schaut euch bitte mal diese Richtung hier so an. Fett, let's go. Ey, weißt du was, Marvin? Komm mal, ich zeig mal jetzt den Leuten, was wir hier ansammeln. Ja, mach mal. Also hier haben wir ein MacBook, worauf wir YouTube-Videos gucken können. Hier läuft gerade ein Video von mir. Dann haben wir hier ein MacBook, wo wir Minecraft drauf zocken können. Also ihr seht, Leute, das ist hier, zack, Minecraft runtergeladen. Minecraft können wir zocken. Dann haben wir natürlich hier eine Playstation am Start. Zack, ja, ich das Ding mal ein. So, ey, die ist halt jetzt noch nicht eingerichtet, Freunde. Das müssen wir mal schnell machen, weil dann können wir hier gleich noch GTA zum Beispiel drauf zocken. Oh mein Gott, richtig krass. Richtig nice. Lol. So, also das heißt, wir haben jetzt hier allein schon eigentlich 3 Sachen zum Zocken. Dann haben wir da extra LEDs rumgeklebt, ja. Richtig. Jedes Gaming-Zimmer braucht ja auch LEDs, ist ja klar. Dann haben wir natürlich Takis am Start. Ja. Jetzt hier mal Takis go. Na klar, wo? So. Immer noch. Und Leute, es wird noch besser. Wir haben natürlich hier Schlafsäcke. Ihr seht, guck mal, hier richtig gemütlich. Eigentlich könnte man hier jetzt die ganze Nacht verbringen. Perfekto. Dann haben wir doch das nächste. Oh. Was ist das denn hier? Whistlers, Alter, das ist ja voll krasses Zeug. Ja, warte mal, ich bin aber mehr gut. Ja. Ja, ja. Komm, was ist noch gut? Was hast du denn noch gut? Ja. Wow! Mr. Beast Schokolade. Alter, ey, die habe ich noch nie probiert. Probier jetzt gleich das erste Mal Mr. Beast Schokolade. Oh ja, Marvin. Nimm mal hier Mr. Beast Schokolade, das erste Mal. Okay, die ist ziemlich flach, Leute. Sag ehrlich Meinung. Ist sehr nice. Ja. Ist lecker. Max, schau mal hier. Oh. Red Bull. Pink ist Red Bull. Hast du schon mal getrunken? Oh nein, was ist das? Ich trinke nur Paulberger. Ja, ist echt so. Klopp mal weg, das Ding. So, gib mir mal was Vernünftiges. Halt mal fest hier. Paul Berger Limo. Wir haben noch grüne, blaue Takis dabei, ne? Oh, auch wild. Aber Bro, komm, lass uns jetzt mal zocken. Wir haben ja, jetzt hier, wir haben ja jetzt hier nicht alles aufgebaut, damit wir jetzt nicht nur hier essen. Süßigkeiten essen, ne? Komm, boah. Hey Leute, wir sind jetzt hier einfach gerade schon voll krass am GTA-Zocken. Woo! Ey Max, ich würde einfach GTA in der Wasserrutsche. Bruder, lass mich auch mal ein bisschen sitzen, ich komme auch drüber. Alter, richtig krass. Ein Video von mir hier, schön ein bisschen GTA, Freunde. Boah, richtig fett, ey. Einfach schon die GTA Online erstmal ein schönes Rampenrennen hier ballern. Oh mein Gott, wen spielst du da gerade? Boah, das sind einfach gegen irgendwelche Online-Spieler hier. Aber die sind echt schlecht, du bist besser, ne? Ja, easy, guck mal, den hau ich jetzt weg. Oh nein. Oh doch, ich hab ihn noch runtergehauen. Sehr gut. Oh mein Gott. Erstmal schön den Checkpoint wieder. Digga, Max. So, zack, es ist zu krass. Oh,
Heide, den Checkpoint, neues Auto. Bro, willst du nicht auch mal zocken gleich? Ja, natürlich, lass mich auch mal spielen. Respawn, schnell respawn. Okay, jetzt hier respawn, mach du, bevor es weitergeht. Okay, es geht weiter, komm. Let's go, Marvin, let's go. Komm. Push den mal raus da. Ja, mach ich. Ey, du kommst ja gar nicht hinterher, Max, Junge. Max, chill mal, Mann. Digga. Ey, Mann. Ey, aber sag... Oh, nehm, ja, sehr gut. Jetzt drück ihn weg. Ja, mach ich. Oh, let's go. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, du könntest jetzt auch rausfliegen hier. Ja, oh mein Gott, du hast ihn gecrashed. Nein, Marvin, nein. Du fliegst safe runter. Nein, oh mein Gott. Er rettet sich noch. Wo? Oh, was? Oh mein Gott. Alter, ich hab's geschafft! Marvin, du bist ja voll der Rampenprofi in GTA! Alter. Jo! Oh mein Gott, ey, let's go! Ey, du schaffst das wirklich! Ja, klar! Aber wenn du das jetzt schaffst, da runterzukommen. Ey, krieg ich 500 Euro von dir? Dann kriegst du 500 Euro jetzt let's von mir. Let's go, Leute! Nein, er darf es eigentlich nicht schaffen. Oh nein, er hat's geschafft! Let's go! Nein. Und? Nein! Ja! Er hat den Checkpoint! Alter, 500 Euro! Ey, Mann! Okay, ey, Marvin, das war wirklich krass von dir gewesen, Bro! Ey! Weißt du da was? Bro, das hat's gerade so angehört, als würde hier gleich das Wasser wieder angehen. Ja, ich habe irgendwas gehört. Ey, wenn hier das Wasser angeht, haben wir ein richtiges Problem, Leute. Nein. Ich soll sofort rauskommen. Bro. Ey, du musst ganz leise, da oben ist jemand. Hallo, ich höre doch mal jemand flüstern. Was sollen wir machen? So groß wäre, die Wasserrutsche ist doch noch gar nicht mal an. Ey Leute, nicht, dass die jetzt hier gleich die Wasserrutsche anmachen. Oh. Was soll diese Stromkabel hier drin? Seid ihr eigentlich bescheuert? Das ist eine Wasserrutsche, das ist lebensgefährlich. Ich zieh den direkt raus. Oh mein Gott. Er hat uns den. Nimmt er uns den Strom weg? Nein, Bro. Nein, er hat den Strom ausgemacht. Leute, wir wurden erwischt. Wir müssen hier weg mit dem ganzen Zeug. Ey, was sollen wir denn jetzt hier machen? Wir müssen auch das Zeug hier rausbringen. Wenn ihr es nicht anders wollt, ruft die Polizei. Das ist kein Problem. Leute, der will die Polizei rufen. Ja. Wir brauchen hier Kontakt. Ey, wir sind keine Kinder! Marvin, warum schreist du denn? Ja, hör mal, wir sind Kinder. Du sollst doch raus, wenn du erwachsen bist. Marvin, wie sollen wir denn jetzt unser ganzes Zeug hier rausbringen? Bro, lass, wir müssen abbauen. Wir müssen jetzt hier schnell abbauen. Komm, Marvin, pack zusammen. Scheiß drauf, komm, wir gehen. Ja, Bro, wir müssen. Willst du jetzt hier dein MacBook und alles liegen lassen? Nein, PlayStation, alles bitte weg. Oh. Ey, Bro, die haben schon die Rutsche neben dran angemacht. Die machen hier gleich Wasser an. Den MacBook, alles mit PlayStation, alles abbauen. Los. Nein. Nimm das ganze technische Zeug mit, das ist egal, Schlafsäcke sind egal. Ja. PlayStation. Max. Was? Ich glaube, die Polizei ist los. Wo geht's jetzt? Komm, lass uns mal einfach abhauen. Komm, wir gehen da ruhig. Bro, du kannst doch nicht die Wasserrutsche runterlaufen. Ja. Ey Leute, das war's. Wir sind am Ende. Ja. Wie sollen wir das ganze Zeug jetzt hier rausbringen? Da vorne war doch der Security. Da stehen drei Leute. Drei Stück. Oh. Die Polizei ist auch da. Oh mein Gott. Okay, es gibt keinen anderen Weg, Leute. Wir müssen die Rutsche runterlaufen und versuchen, so viel wie möglich Sachen zu retten, bevor wir das Wasser machen. Max, ich hab eine Idee. Was? Scheiß auf die Sachen, wir hauen jetzt einfach ab. Bro, was für Scheiße? Ich lass doch nicht meine Playstation hier. Ist egal, Digga, die kriegen uns doch nicht. Geht. Bis auf 30 Sekunden Zeit rauszukommen, man darf schnell das Wasser an und komm rein. Ey, Max. Oh Gott. Max. Das ist die letzte Warnung. Max. Warte mal. Was? Nimm das, wir lassen alles hier, aber wir nehmen eine Powerbank-Limo mit. Okay, das ist das Wichtigste. Komm. Bro. Nein, meine Playstation, alles das ganze Zeug, Marvin. Nein. Aber wir müssen weg. Wir müssen weg, Leute, bevor die Polizei kommt. Ey, wir haben es wirklich übertrieben wieder. Wir haben es mal wieder übertrieben, Leute. Max, das Wasser kommt! Das Wasser! Was? Wir haben Wasser angemacht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Alter!
Nein! Nein, das ganze Zeug! Alter! Nein! Wow! Hey, wo ist meine PlayStation? Wow, wo ist meine PlayStation? Ah, der Security! Der Security! Nein! Go hard! Oh, oh, oh! Tschüss, Marvin! Nein! Aufgedrückt, Leute! Oh mein Gott! Marvin, break in! Sehr gut, sehr gut! Leute, das war's gewesen! Like und abonnieren wir heute ab! Ciao!